Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Drohendes Streikchaos am Mittwoch. FU prüft Dissertation von Franziska Giffey und das Wetter zeigt sich am Wochenende wechselhaft. Zum Start der neuen Woche gibt's dann auch mal wieder Sonne. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 8. Februar 2019. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wird sich kommende Woche in Berlin massiv bemerkbar machen. Die Gewerkschaften haben für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in Kitas, Schulen, Landes- und Bezirksbehörden, in Hochschulen, bei der Feuerwehr und der Polizei aufgerufen. Zu einer Demonstration vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor mit anschließender Kundgebung werden tausende Teilnehmer erwartet, wie die Gewerkschaften Verdi, GEW und GdP am Freitag mitteilten. Mit den Aktionen wollen sie den Druck auf die Länderseite bei den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Diese werden am 28. Februar und 1. März fortgesetzt. Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Mitte ist am Freitag eröffnet worden. Der Umzug aus dem Hauptsitz in Pullach bei München und anderen Standorten in die Chausseestraße war im Januar mit dem Einzug des Zentrums für nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung abgeschlossen worden, knapp 11 Jahre nach der Grundsteinlegung. Die Baukosten lagen bei etwa 1,1 Milliarden Euro. Hinzu kamen 206 Millionen Euro für Einrichtungskosten für Möbel und Technik. Ursprünglich geplant waren Baukosten in Höhe von 720 Millionen Euro. Von den 4.000 Mitarbeitern, die hier künftig arbeiten werden, sind erst 3.200 da. Die restlichen Stellen sollen noch besetzt werden. Insgesamt arbeiten bei dem Nachrichtendienst im In- und Ausland 6.500 Menschen. Die Operationszentrale mit technischer Aufklärung und Softwareentwicklung bleibt in Pullach. Wegen eines Plagiatsverdachts prüft die Freie Universität Berlin die Doktorarbeit von Familienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin hat die Hochschule selbst um diese Prüfung gebeten, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Die Universität erklärte, sie werde dieser Bitte nachkommen und in Kürze ein entsprechendes Verfahren einleiten. Giffey wies ein bewusstes Plagiat zurück. Sie habe diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, sagte sie. Dem Bericht zufolge untersuchen die Plagiatsjäger der Website Froniplag Giffeys Arbeit. Gefunden hätten sie zahlreiche wörtliche oder sinngemäße Textübernahmen, die nicht gekennzeichnet waren. Nach seinem bisherigen Eindruck sei das ein ernstzunehmender Fall, sagte der Jurist und Froniplag-Akteur Gerhard Dannemann dem Spiegel. Giffey promovierte von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der FU. Und wir kommen zum Sport. Einen Pokalkater nach dem Ausscheiden gegen den FC Bayern München gab es bei Hertha BSC nicht. Vielmehr konzentriert man sich im Lager der Blau-Weißen auf den kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach. Tabellarisch ist der Tabellenzweite die noch etwas schwierigere Aufgabe als der FC Bayern. Als positiven Aspekt wollen die Herthaner aus dem Pokalspiel die Tatsache mitnehmen, dass man gegen den Rekordmeister wenig Chancen zugelassen hat. Verändert werden muss zwingend, dass die Berliner viel zu wenig eigenen Ballbesitz hatten. Ich glaube, dass die Spieler, sowohl was die Bereitschaft angeht, als auch was die mentale Verfassung angehen wird, den Fokus auf Borussia Mönchengladbach richten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es in weiten Teilen zugezogen. Ab den Morgenstunden kann es örtlich auch leichten Regen geben. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad. Der Samstag beginnt durchwachsen. Im Verlauf lockert der Hauptstadthimmel aber zumindest vorübergehend etwas auf. Tagsüber bleibt es trocken bei Tageshöchstwerten um die 9 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Sonntag ist es durchgehend bedeckt und die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 80%. Dazu ist es noch einmal sehr mild mit Temperaturen um die 9 Grad. Mit Beginn der neuen Arbeitswoche fallen die Temperaturen dann wieder etwas. Am Montag liegen die Höchstwerte bei 6 und am Dienstag bei 4 Grad. Dabei ist es mal mehr und mal weniger dicht bewölkt. Regen ist nicht dabei. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und ein wunderschönes Wochenende.